Sissi. Sissi. Sissi? Wo bist? Kommt Mann. Voll doch nicht nee, wieder. Nee, das ist jetzt vorbei. Gott sei Dank. Kann nicht mehr. Ja, hallo Solveig. Ach, hallo Daniel. Ja, es ist aber schön, dass wir wieder zusammen sind. Ja. Und wir haben auch wieder eine Kerze entzündet. Mm. Denn ja, wir inquirieren heute eine Untote. Ja, eine Wiedergängerin. Eine Wiedergängerin. Sie will diese Welt einfach nicht verlassen. Beziehungsweise die Leute wollen sie einfach nicht gehen lassen. Das, ja, wir halten sie ständig zurück in dieser diese Welt. Arme Frau. Lasst sie doch einfach in Ruhe. Ja, ich hoffe, ihr habt alle die erste Therapiesitzung erlebt, die Solveig und ich zu Beginn unseres Podcastes seinerzeit aufgenommen haben. Ja. Es hat sich allerdings dann die Ausstrahlung, das stimmt, die Veröffentlichung etwas verzögert. Ja. Aber ist es nicht schön? Wir haben das Jahr mit ihr begonnen und wir lassen das Jahr mit ihr beenden. Ja, ich denke, wir müssen dazu sagen, wir nehmen das auf hier am 4. Advent in vorweihnachtlicher Stimmung. Und Sissi ist ja so ein Weihnachtsphänomen auch. Wahrscheinlich kann man die Sissi-Franzl-Filme dann auch nochmal wieder sehen über Weihnachten. Wenn ihr das hört, ist es das neue Jahr. Also wir beginnen sozusagen das zweite Podcast-Jahr. Wie das erste annähernd. Und womöglich über Weihnachten gibt es ja da auch noch eine Fortsetzung. Ich fürchte, ich weiß nicht, ob ich das nochmal durchhalte. Ich halte das nicht mehr durch. Ich weiß ja nicht, wie die Therapie heute verläuft. Ich habe ja da wahrscheinlich auch nicht so viel zu sagen. Ich muss einfach nur zuhören lernen. Daniel, es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. So, was soll ich denn da sagen? Du bist ja mit einer DVD aufgetaucht. Ja, das müssen wir noch Das war nicht abgesprochen. Das war nicht abgesprochen. Wir wollten über eine Serie sprechen, die... Wann eigentlich? Im September. Im September bei Netflix erschienen ist. Diesmal nicht mit dem Namen, sondern einfach nur mit dem Amte, die Kaiserin. Aber es ist natürlich klar. Nee, sie hat ja auch schon einen Untertitel. Sie hat einen Untertitel. Beziehungsweise es stand immer auf den Plakaten drauf, nicht Sissi, Elisabeth. Ach so? Ja. Oh, das ist schon wieder völlig an mir vorbeigegangen. Ja. Also es gibt mehrere Dinge heute zu verhandeln. Es geht um nicht Sissi, sondern Elisabeth. Da es jetzt schon eine Weile her ist, dass ich mir das angeguckt habe. Gestern habe ich noch mal so ein bisschen reingeschlinzt in eine Folge. Und dann tauchte Solveig heute mit einer DVD auf. Gestern Abend spät wäre angedroht. Und das heißt, es gibt gleich zwei Nicht-Sissis, sondern Elisabeths, die wir heute verhandeln müssen. Das ist nämlich auch noch die Filmversion. Ja, weil sie lassen uns ja nicht in Ruhe mit ihr. Und sie lassen ihr ja keine Ruhe. Also ich habe das nachgeguckt. Es sind jetzt innerhalb dieses Jahres... es kommt jetzt noch eins, aber es sind 4 deutsche Produktionen haben stattgefunden, die sich mit ihrem Leben beschäftigen. Ja, 4. Wir sind eigentlich im Herzen alle Monarchisten. Ich weiß, also 4 und ich verstehe nicht, warum. Also ich habe jetzt mal nachgerechnet, vielleicht für das Jahr 2023, dann ist es ihr 125. Todestag. Mhm. Ob das der Anlass war, ich weiß es nicht. Diese arme Frau. Ihr seht schon, wir sind hochmotiviert. Wir sind hochmotiviert. Oh Gott. Ja, du hast jetzt aber gesagt, du willst darüber sprechen. Ich weiß, weil wir gesagt haben, wir machen nicht noch eine Folge. Was möchtest du denn als erstes, worin möchtest du dich als erstes vertiefen? Ich weiß in nicht. Die Serie oder den gerade gesehenen Film? Lass uns doch mit was Lustigem anfangen. Mit Max? Ja, lass uns doch mit der Serie anfangen. Ja. Die war... Mit einem positiven Aspekt dieser Serie. Mit dem einen. Die Elisabeth interessiert mich da persönlich überhaupt gar nicht mehr. Aber den Max fand ich sehr eindrucksvoll. Also den Bruder von Franz Josef, der Jüngere, der verzweifelt nach einer Aufgabe sucht. Ja. Und auch seinen Bruder wegputschen will. Mhm. Wir haben doch alle davon schon mal gehört, ja, oder? Ja, von dem großen Putsch von Maximilian von Habsburg. Ja, also soll also, wie ging es dir, als du diese Serie gesehen hast? Hast du dich auch wieder auf ein Binge-Watching eingestellt? Ja, tatsächlich. Ja, einem Stück durch. Ich habe das in einem Stück durch, weil ich aber am nächsten, also das Wochenende dann auch im Urlaub war und dann dachte ich, komm, jetzt ziehen wir es durch.
Wie viele Folgen sind es? Sechs waren es. Also, es sind, also vielleicht auch nur noch mal die Daten, der Vollständigkeit halber. Die Serie ist dieses Jahr im September erschienen, hat 6 Folgen, jeweils 1 Stunde ungefähr, also es sind so 6 Stunden. Und die Autorin der Serie ist Katharina Eisen und Regie ist Katrin Gebbe. Das ist so hingehend ganz interessant, weil ich habe mich ja beim letzten Mal so drüber aufgeregt, dass das Männer waren. Ach so, ja. In der CCRTL-Serie. Aha. Und jetzt haben Frauen die Chance bekommen. Es ist anders, aber nicht unbedingt besser. Okay. Genau, ich habe mir nochmal so die Namen von den Schauspielern aufgeschrieben, weil ich dachte, die dürfen auch nochmal. Weil ich muss sagen, wenn wir anfangen, ich fand die schauspielerische Leistung sehr gut. Mhm. Die hat mir sehr gut gefallen. Also die Hauptfiguren Devrim Lingau und Philippe Françon. Ich weiß nicht, er ist eigentlich stand da deutscher Schauspieler, also ist es vielleicht auch Philipp Frossand ausgesprochen. Keine Ahnung. Der hugenottische Vorfahre. Naja, bestimmt. Nee, ich finde, die haben einen super Job gemacht und natürlich der Maximilian Johannes Nussbaum hat da schon sehr viel auch gerettet, meiner Meinung nach. Nein, also bei all meinen negativen Punkten, ich fand wirklich schauspielerische Leistung war hervorragend. Ich fand ja, die technische Ausführung, Kamerafahrten, Schnitte war super. Also man muss eben sagen, man merkt das Netflix-Money dahinter. Also die haben da schon sehr, sehr gute Leute gehabt. Das Kostümdesign war super fantastisch. Aber auch ein bisschen freier, oder? Es war sehr, sehr frei. Aber es war dann wieder schon wieder so frei, dass man erkennt, dass es frei ist und over the top. Und dann dachte ich so, okay, dann ja, Macht. Also ich hatte da sehr viel Spaß. Vielleicht noch dazu, gedreht wurde, ich habe es nachgeguckt, vor allem in Bayern, also in Bamberg und Bayreuth. Ach so, okay. Bamberg, ich sage so gerne Bamberg. nicht in Österreich und nicht in Wien. Haben sie nicht gelassen? Haben sie scheinbar nicht. Ich weiß es nicht. Also ich finde es immer überraschend, dass sie nicht mal für Außenaufnahmen da irgendwie eine Drehgenehmigung bekommen. Trotzdem wahrscheinlich haben die auch eine Schlösserverwaltung, die gerne wissen möchte, was du denn da eigentlich machen möchtest. Und dann entscheiden sie, ob sie dich da filmen lassen oder nicht. Ja, sie haben vielleicht haben sie sich das Drehbuch vorlegen lassen und waren nicht einverstanden. Also auf jeden Fall, die Genehmigung kam nicht oder sie wurde nicht eingeholt. Wir wissen es nicht. Weder sehen wir die Hofburg noch Schönbrunn, noch die Augustinerkirche. Mhm. Das ist also eigentlich alles in Bayreuth und Bamberg gefilmt worden. Genau, vielleicht fangen wir an. Ich habe mir so ein paar Sprechpunkte notiert, über die ich mit dir reden wollte. Mhm. Und als erstes hier auch habe ich Maximilian. Ah. Und Ludwig Victor, die Brüder von ihm. Ah ja, das der Luzi-Wutzi. Der Luzi-Wutzi, das fand ich ja ganz schön, dass die tatsächlich mal auftauchen. Also auch die Familie, also seine Familie mal. Ich weiß gar nicht, ob die den Original-Sissi, also Original, also den drei Sissi-Filmen, die hast du ja gar nicht gesehen. Ja, ne? Halt ein bisschen, aber ich glaube, da, also es ob könnte da der sein. Max irgendwo mal auftaucht. Ich glaube, der Max nicht, aber es könnte sein, dass der Karl Ludwig auftritt. Okay. Weil der war ja eigentlich für die Sissi vorgesehen. Mhm. Und der fehlt jetzt hier. Mhm. Also sie haben auch wieder nicht die ganze Familie vollständig. Das ist irgendwie auch ein Problem. Es sind scheinbar zu viele Leute. Aber sie haben zumindest von den drei Brüdern, die er hat, tauchen zwei auf. Mhm. Zum einen der Maximilian, der. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich ihn gesehen habe, weil... Weil er gut aussieht. Ja, auch. Aber weil Er meist leicht bekleidet ist. Ja, das oder eine schicke Uniform hat. Okay. Nein, weil Maximilian eine ganz spannende Person ist. Und ich finde das eben... Und ich hatte eben die Hoffnung gehabt, dass wir da auch so ein bisschen mehr Hof erfahren. Mhm. Also, dass es sich eben nicht nur wieder um die Sissi handelt und wie sie unterdrückt wird, sondern dass wir mehr vom Hof erleben, weil eben auch die Männer da in ihren Welten sehr eingeschränkt waren. Und also ich weiß nicht mehr, welche, aber so ab Folge 4 merkte ich dann, nee, das wird eh nicht kommen. Also, wieso, wir haben doch dieses ganze Komplott, dass der ja, Max ja, da... Ja, dieser ganze Komplott. Der Max, der leidet doch die ganze Zeit. Ja, der Max, der leidet die ganze Zeit. Also, vielleicht... Die Geschichte von Maximilian von Habsburg. Der Kaiser von Mexiko. Ja, jetzt verrätst du aber auch alles gleich. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ausführlich... Der sucht doch die ganze Zeit eine Aufgabe bei Hofe. Und dann kriegt er die Marine. Ja. Die drei Schiffe und den Hafen. Ja. Und dann möchte er aber gerne selber Kaiser werden. Ja. Das ist aber Quatsch. Dass er selber Kaiser werden möchte. Ja. Sondern, was macht er wirklich? Er wird woanders Kaiser. Oder was meinst du? Ach so meinst du das, ja.
Nee, ich habe keine Ahnung, ob der irgendwelche Ambitionen, Nein. welche Ambitionen der da hat. Nein, irgendwie. Also die Sache ist die, was halt wahnsinnig spannend ist, und das war halt so meine Hoffnung, ist, dass Maximilian tatsächlich, wenn wir uns so die Quellen angucken, das Lieblingskind war am Hof. Mhm. Alle lieben Maximilian, er ist so der Offenere, der Charmantere, und Franz Josef ist eben so der Verstockte, Nüchterne, der halt auch nicht so viel reden möchte. Und Maximilian ist auch von Sophie das Lieblingssohn und ist dann eben auch der zweite Sohn, der wahrscheinlich wirklich auch Probleme hatte, was ist denn jetzt meine Position am Hof? Und das war meine Hoffnung, dass das kommt und dass dieser Konflikt auch kommt, wie also auch die Schwierigkeiten, zweiter Sohn zu sein. Es ist ja schon Ja, das haben Sie schon angesprochen. Ja, aber warum machen Sie dann das, was Sie in der Serie machen? Warum gehen Sie denn nicht den ganzen Weg? Das ist eine wahnsinnig tragische Geschichte von Maximilian. Und ich habe mich so drauf gefreut, das zu sehen. Wie Sie ihn töten am Ende. Wie Sie ihn töten am Ende, ja. Weil das ist eine große Tragik. Da musst du jetzt, glaube ich, erst noch mal diese Geschichte erzählen. Was ist mit Maximilian passiert? Also mit dem echten jetzt oder mit dem in der Serie? Wo wollen wir anfangen? Gut, erst die Serie. Erst die Serie. Also wir haben eben ganz klar diesen Konflikt zwischen dem erstgeborenen Sohn und dem zweitgeborenen Sohn. Und ich erinnere mich an die Werbekampagne, weil ich auf meinem Weg zur Arbeit ständig an diesen Plakaten vorbeigefahren bin. Und da hatten sie ja die ganzen Figuren immer so vorgestellt. Also sie hatten da die... Nur Sissi gesehen. Die Elisabeth stand dann eben... Und die hatten immer so einen Untertitel, sodass die Serie auch so nach dem Motto, ja, wir brechen mit dem Sissi-Mythos und wir zeigen euch die wahre Geschichte, wie es wirklich war. Das machen sie doch alle. Ja, das erzählen sie alle und dann... Und sie hatte dann irgendwie drunter stehen eben nicht Sissi, sondern Elisabeth. Können wir dann auch gleich nochmal, was mich daran stört, an diesem Untertitel. Und ich glaube, Maximilian hatte irgendwie dann den Untertitel stehen, zweiter Sohn, nicht zweite Wahl. So, und das fand ich schon ganz, ja, das fand ich schon ganz ansprechend. Und deswegen, ich hatte ja auch große Hoffnung. Und es ist dann halt aber auch so überdreht, ob das vielleicht auch mit dem Schauspieler zu tun hatte, der vielleicht zu viel Spaß mit dieser Figur hatte. Und es dreht halt immer weiter auf und es endet dann eben in dem großen Klimax dieser Serie. Ich glaube, es heißt Miniserie, aber ich gehe davon aus, dass es eine zweite Staffel geben wird, weil das so auf so einem Cliffhanger geendet ist. Und es endet dann eben damit, dass er in der Serie putscht. Also beziehungsweise er versucht, er plant es und es kommt dann, glaube ich, aber es ist dann irgendwie schon im Gange, ja, aber es kommt dann trotzdem raus. Also es geht ja im Hintergrund, schwirrt immer der Krimkrieg und es geht darum, wie sich jetzt Österreich zu Russland verhält, ob die das dulden, dass da ständig irgendwelche russischen Soldaten an ihrem Territorium vorbei aufmarschieren oder durch das Territorium durch sogar. Und ob der Franzl jetzt nicht mal langsam dem Einhalt gebieten sollte oder sich für eine Seite entscheiden soll. Ich glaube, der Max, der wollte immer, dass der zu Napoleon dem Dritten, ist das schon Napoleon III? Ja, ist schon Napoleon der Dritte, der dann da einschreiten sollte. Und ich glaube, in dem Zusammenhang will der Max dann irgendwie putschen und versucht, die zu überzeugen, dass er eigentlich der Härtere ist. Ja, es geht, glaube ich, auch darum, dass er dann endlich mal sich für eine Seite entscheidet und dann losschlägt. Genau, weil das ist ja auch so der große Punkt. Das wird ihm ja bis heute auch eben, also Franz Josef, zum Vorwurf gemacht, dass er eben im Krimkrieg keine Position bezogen hat, sondern sich da rausgehalten hat. Und Maximilian wollte dann eben Position beziehen und wollte in diesen Krieg eintreten. Mhm. Und das war, glaube ich, so der Konflikt. So der eine will halt Krieg und der andere nicht. Ja, ich glaube, in der Serie ist dann der Franz Josef, gibt dann doch mal Kontra. Mhm. Und dann ist irgendwie quasi so der Putsch. Elan weg. Aber es kommt dann ja trotzdem raus und dann wird er ja doch irgendwie verhaftet oder irgendwas war da. Ja, er hat ja auch mit allen besprochen, das sogar mit Sissi. Ja. Ob Sissi, also eigentlich gibt es jetzt so eine Love Affair. Ja. Also keine richtige Love Affair, sondern so eine Eifersuchtsgeschichte zwischen Max und Franz Josef um Sissi. Ja, wobei, das hatte ich auch irgendwie immer so, also auch da, dass das eigentlich auch wieder so ein Spielmittel war, so nach dem Motto, ich will die Aufmerksamkeit und ich will die Spielzeuge von meinem Bruder haben und wenn ich... Er macht so eine Rückversicherung nochmal bei ihr, dass er doch dann, ob sie auf seiner Seite steht, es gibt sogar eine Kussszene, wo sie sich erst küssen und dann ist Sissi ganz entrüstet darüber. Und eilt von dannen und dann versucht der Max noch seine Mama zu küssen? Nein. Das mit diesen ganzen Bettszenen kommt in dem Film. Du verwechselst jetzt die Serie mit dem Film. Kommt dazu später nochmal. Ja, auf jeden Fall haut es nicht hin. Da steht der Max nachher ganz alleine da. Und geht nach Mexiko. Erstmal ist die Serie zu Ende. Ja. Na. Und das große Tragische ist ja, dass Maximilian eigentlich nach Mexiko geht.
Und jetzt ist das natürlich auch ein bisschen her, aber ich glaube, das war auch sogar auf Vermittlung von den Franzosen, dass ihm das angeboten wurde. Der war, glaube ich, auch nicht willkommen da. Ne? Der war überhaupt nicht willkommen. Also es ist nur so eine, also eigentlich wird doch, da gab es auch so eine Art Revolution. Genau, also eigentlich war es so, Mexiko wollte, also der Großteil der Menschen in Mexiko wollten eine Republik sein. Und es war irgendwie aber Interesse der Franzosen, dass das dort eine Monarchie bleibt. Und sie haben halt händeringend nach irgendwem gesucht, der diese Kaiserkrone annimmt. Und man hat es dann dem Maximilian auch ein bisschen schöner gemalt, als es dann war. Und so, nein, die sind alle, die werden dir zujubeln und das wird alles ganz, ganz toll. Du wirst da richtig viel Spaß haben in Mexiko. Du bist die Sissi von Mexiko. Und der ist dann los und ziemlich schnell hat er festgestellt, ja scheiße, was? Kein Spaß. Und die haben dann sehr schnell geputscht und ihn festgesetzt und die Europäer haben dann auch keine Hilfe geschickt, um ihm da irgendwie rauszuhelfen. Und er ist dann wirklich standrechtlich erschossen worden. Und er hatte dann ja auch noch seine Ehefrau, die Charlotte von Belgien, dabei. Und die ist dann ja auch völlig panisch nach Europa, hat dann überall an allen Höfen irgendwie gebettelt, dass man ihm Unterstützung schickt. Und als sie dann erfahren hat, dass er dann tot war, ist sie dann irgendwie wahnsinnig geworden und davon auch nie wieder geheilt. Das wäre doch mal Stoff für eine Serie. Ja, aber das wollen sie ja nicht. Haben sich für was anderes entschieden. Und diese Tragik hätte ich eigentlich, so da hatte ich wirklich Bock drauf, das zu sehen, wie jetzt dieser zweite Sohn, getrieben vom Ehrgeiz, dahin geht und halt scheitert. Und diese Tragik. Kommt ihr dann bald gleich? Ja gut, schauen wir mal. Und naja, und dann auch mit Maximilian, der ist dann ja auch so verklärt worden. Also die haben ja bis heute noch in Schönbrunn, ist es glaube ich, dieses Zimmer, das ihm dann auch gewidmet wurde. Und dann hingen da überall die Porträts von ihm. Und oh Gott, ich habe das Gefühl, ich war schon öfter mal da, aber nee. Ja, also haben das ist schon wieder aus der Erinnerung alles entschwunden. Aber sie haben ihn auch zurückgeschickt. Genau, also, sie haben ihn dann irgendwie ausgestopft und zurückgeschickt. Ja. Bitte was? Ja. Ist das wieder so ein Morse-Teutonik? Ja, so ein bisschen. So? Also es gibt da auch Fotos von, weil sie da, also sie haben ihn einbalsamiert, damit es hält. Und der ist dann in der Kapuzinergruft beigesetzt worden. Aber du kannst mal googeln. Okay. Es gibt Fotos von seinem einbalsamierten Leichnam. Ja. Ja, genau. Also deswegen, also das war halt einfach der Punkt, warum ich mich so gefreut hatte, dass der Maximilian dabei ist, weil der wird eigentlich immer weggeblendet und das ist dann doch eine sehr tragische Geschichte, die sich meiner Meinung nach lohnt, in so einer Serie behandelt zu werden, um mal von diesem ewigen Sissi-Franz-Kram wegzukommen, weil ich kann es langsam wirklich nicht, ertrage es nicht mehr. Und dann haben wir noch den anderen Bruder, den Ludwig Victor. Mhm. Der ist cool. Ja, da haben sie sich ja auch komplett ausgetobt mit dem Luzi-Wuzi, mit seinen Puppen. Und genau, der Ludwig Victor, das ist tatsächlich ganz interessant, weil der Ludwig Victor oder der Luzi-Wuzi, wie sie ihn dann tatsächlich genannt haben innerhalb der Familie, es ist nicht, also in dem Sinne offen, dass er homosexuell war, weil es niemand hingeschrieben hat und der ist übrigens homosexuell. Aber wenn du die Briefe und so Tagebücher auswertest, ist es eigentlich recht offen bekannt gewesen. Also es gibt dann irgendwie auch so ein Gespräch, wo Franz Josef dann mit dem am Tisch saß und meinte zu seinem jüngeren Bruder, naja, wir können dir als Adjutanten ja eine von den Ballerinas da geben, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass da irgendwas passieren könnte. Also es scheint schon bekannt gewesen zu sein. Und er hat auch nie geheiratet. Also das ist immer schon so, dass der Hinweis. Das ist ein Ding, das hätte man ja sonst trotzdem getan. Ja, aber bei denen, also er war jetzt als vierter Sohn. Genug Brüder, ja. Als vierter Sohn war es dann irrelevant. Und ja, keine Ahnung, dass es irgendwann einen Mangel an männlichen Habsburgern geben könnte. Ja, und Ludwig Victor, so die größte Geschichte um ihn herum, die ist mir auch schon irgendwie mal anderswo erzählt worden, war irgendwie so eine Schwimmbadaffäre. Der war aber auch schon deutlich älter und da soll ihn irgendwie also das ist so bekannt geworden, weil er im Schwimmbad sich aufgehalten hat und ein Mann hat ihn geohrfeigt. Bitte was? Ja. Und es soll dann irgendwie bekannt gewesen sein, dass das alles Männer waren, mit denen er sich da zum Spaß getroffen hat. Und dass das eben so öffentlich dann eskaliert ist, aus irgendwelchen Eifersuchtsszenarien oder so. Jesus musste dann schon wieder so ein Serienstoff. Ja, musste Ludwig Victor dann den Hof verlassen. Er durfte dann nicht mehr an der Hofburg und in Schönbrunn sein, sondern er musste dann sich auf so seinen Landsitz zurückziehen. Aber ich glaube, die Marie Valerie, also die jüngste Tochter von Franz Josef und Elisabeth,
Die hat ihn besucht. Hat ihn dann noch ein paar Mal besucht. Also er war jetzt nicht alleine im Exil, aber er durfte eben sich öffentlich nicht mehr zeigen. So nach dieser Schwimmbad-Affäre. Ja, also da kann man sich dann auch überlegen, ob eine Homosexualität in der Art, wie sie in der Serie gezeigt wird, nicht auch wieder gewisse Vorurteile schürt, wenn man dann den kleinen Jungen mit den Puppen spielen lässt, um zu zeigen, der ist ja schwul, deswegen... Ja, und kümmert sich, glaube ich, dann auch da bei seiner Mutter um die Nägel noch oder so und am Ende trägt er noch ein rosa Kleidchen. Ja, ja, also das finde ich dann schon wieder so ein bisschen, unterstützt dann wieder so gewisse Vorstellungen, wo man so denkt, naja. Wäre mir jetzt nicht so übel aufgefallen. Ja, also ich fand es halt, denke ich, so... Der war, der war aber auch so komisch überzeichnet, so dass man das jetzt nicht so übel nimmt. Ja, also ich fand, also insgesamt... Überhaupt gibt es ja so Momente in dieser Serie, wo einfach klar ist, es geht ja jetzt nicht um die historische Realität, sondern man hat da so bestimmte Charaktereigenschaften oder auch optische Elemente einfach stark überzeichnet. Ja, nee, deswegen, also deswegen stört es mich ja auch mit dem Kostüm beispielsweise nicht, weil man eben merkt, das ist hier einfach künstlerische Inszenierung. Und deswegen, also war halt nur so mein Gedanke, ob man da nicht gewisse Vorurteile mit schürt, aber... Gut, so groß ist seine Rolle da jetzt aber ja, auch. Ja, aber es ist schon sehr markant. Also, naja, wie gesagt, kann man drüber diskutieren. Aber wer fehlt, ist der Karl Ludwig. Was ist denn mit dem Karl Ludwig? Ist der irgendwie besonders so, für dich? So, der Karl Ludwig ist der, der die ganzen Thronfolger nachher produziert. Von daher fände ich schon irgendwie schön, den anzuführen. Und zum anderen, weil der Karl Ludwig eben der, für den die Sissi eben vorgesehen war. Also diese Bad Ischl-Szene, wo ja Franz Josef die Helene kennenlernen soll. Mhm. Man hat da die Elisabeth ja mitgenommen, damit sie den Karl Ludwig kennenlernt. Weil mit dem hat sie sich ja schon von klein auf, oder nicht von klein auf, aber die haben sich schon ein paar Liebesbriefe geschrieben. Okay. Und deswegen war die Überraschung ja so groß, dass dann Franz Josef um sie anhält und nicht Karl Ludwig. Genau, deswegen dachte ich nur, warum bei zwei Brüdern auf? Warum kann man den dritten nicht auch mit reinbringen? Aber naja. Also der ist nicht da. Was ist mit der Hauptfigur? Wie gefällt dir? Ja. Ist sie okay? Nein, also, also. Was ist denn jetzt wieder das Problem? Wie hat sie dir denn gefallen? Jetzt rede ich wieder die ganze Zeit. Entschuldigung, ist das deine Therapiesitzung? berührt mich emotional überhaupt gar nicht, wie man Sissi darstellt. Muss ich zugeben. Ja, aber wie hat sie denn so auf dich gewirkt? Ach, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich bin jetzt schon überformt von dem Film-Eindrücken von gerade. Hätte doch damit anfangen sollen. Eindrucksvoller fand ich eher mal wieder hier die Gräfin Esterhazy. Ja. Die fand ich stark. Die war genauso abscheulich wie sonst auch. Und dann noch mit dieser Dracula-Frisur. Ja, das habe ich auch nicht verstanden, was das soll. Und bis sie dann gedemütigt am Boden lag am Ende. Ja. Weil sie irgendwie nicht richtig aufgepasst hat auf die Sissi. Aber ich finde das auch krass, wie die da mit der Tante Sophie und diese Gräfin Esterhazy, wie die alle so Pläne schmieden, wie sie die Sissi da klein halten und auf Abstand bringen und am besten wieder entfernen vom Hofe. Mhm. Also sie macht ihr doch so eine Offerte, dass sie am besten, sie könnte, ich weiß gar nicht, in welcher Situation das war. Ja, dass sie dann gehen soll irgendwie. Dass sie entweder nach Bayern gehen soll, wieder zurück und sie würden dann die Ehe annullieren lassen. Oder da in den Nordflügel und alleine mit der Gräfin Esterhazy dann den Rest ihres Lebens zuzubringen. Ja, aber man fragt sich so, wieso? So, was? Also der Punkt ist, es ist ja die zweite Folge, wir haben schon ausführlich einmal darüber gesprochen, über Darstellungsweisen von der jungen Elisabeth und der jungen Sissi und wie sie immer verklärt wird. Und ich habe wirklich nicht verstanden, was diese Darstellung sollte. Also was sich die Leute, die diese Serie geschrieben haben, da überlegt haben, welche Ideen dahinter stehen, was möchten sie hier zum Ausdruck bringen. Weil es kommt immer wieder, und da kommen wir dann nachher wahrscheinlich auch beim Film drauf, immer dieses Narrativ, die Frau am Hof ist unterdrückt und das böse System und die böse Schwiegermutter und der böse Ehemann alle unterdrücken das arme Mädchen, das nur reiten möchte und Gedichte schreiben möchte. Und ich denke mir mittlerweile, warum erzählt ihr diese Geschichte? Wurde sie nicht schon 10.000 Mal in dieser Art und Weise erzählt? Müssen wir wirklich einmal ein weiteres Mal sehen, wie ein junges, unschuldiges Mädchen zerstört wird vom bösen System? Weil das ist so dieser Gedanke, ich fand ja, wie gesagt, ich fand die schauspielerische Leistung wirklich gut, die dort abgeliefert wurde. Ich fand auch, wie es inszeniert wurde, in Ordnung, aber ich
kann dieses Narrativ nicht mehr sehen von der bösen Stiefmutter, die da irgendwie aus Angst, Macht und Einfluss zu verlieren, dieses arme Mädchen völlig fertig macht. Und dann sind da auch Szenen, am Anfang geht es dann irgendwie, spricht Sophie da mit ihrer Hofdame und will irgendwelche musikalischen sprich eben Vorführungen haben und sie möchte heute Abend irgendwie was Lustiges und Aufregendes von ihr vorgesungen bekommen und dann Schnitt und dann sehen wir, dass sie dann nicht von musikalischen Vorstellungen, sondern dass sie da irgendwie voyeuristisch ihrer Hofdame beim Bumsen zuguckt. Ach. Ja. Und dann denkt man sich so, okay, Sophie, du bist mal nicht die böse, altbackene, alte Hexe. Also du hast eine eigene Sexualität. Also Sophie, aber sie wird doch auch menschlich dargestellt später. Sie bricht doch dann auf. Ja. Das ist so, wie der Franz Josef bei RTL irgendwann die Tränen ausgebrochen ist. So wird die Tante Sophie auch plötzlich emotional. Aber wozu? Also was ist denn da, was wollt ihr denn damit ausdrücken? Dass Sophie was? Dass sie auch nur eine Rolle übernehmen musste. Und sie hat sich selbst abgehärtet, um dem zu entsprechen. Und sie möchte der Armen Sisi auch dabei helfen, diese Rolle zu übernehmen. Aber eigentlich ist sie selbst davon überfordert. Und deswegen sagt sie ihr, du bist, was sich nicht biegt, das muss brechen und du hast jetzt den Hof zu verlassen, weil du bist eine Enttäuschung und kannst das alles nicht, was von dir erwartet wird. Also, es ist halt die Tante Sophie. Ja, also der Zuschauer und die Zuschauerin hat ja auch eine gewisse Erwartung. Ja, ganz genau. An diese und das ist halt so der Punkt. Das ist genauso, Tante Sophie ist böse. Ja, fertig. Das ist halt diese RTL-Serie, genauso wie die Netflix-Serie. Die bedienen Vorstellungen, die das aktuelle Publikum von Sisi hat. Also es geht da nicht darum, wirklich historisch authentisch zu erzählen. Das erschreiben sie sich zwar immer alle schön auf den Titel drauf, aber wenn es dann wirklich guckst, sind das alles ganz klar Erwartungen, die Romy Schneider-Filme geschaffen haben, die hier bedient werden. Das siehst du auch schon in der ersten Folge wieder, wenn die Elisabeth dann da im Unterhemd und Morgenmantel auf ihrem Pferd in den Sonnenaufgang reitet, mit losen Haaren im Herrensattel, wo man sich nur denkt, in der Zeit haben Frauen keine Unterhosen getragen. Das muss echt wehtun nach 5 Minuten. Und das sind halt wirklich so, keine Ahnung, jetzt ganz böse gesagt, Kleinmädchenfantasien mit wehenden Haaren auf dem Rücken des Pferdes im Krinolinenrock. So, also man sieht richtig, wie man da einfach diese Märchenvorstellung bedient von den schönen Kleidern und den schönen Haaren und den schönen Männern und der Leidenschaft. Mhm. Und ja, von ihrem, was macht das, aber zieht doch nicht immer die arme Elisabeth damit rein. So denkt euch doch. Denkt euch ja einfach eine neue Figur aus. Ja, so diese Frau und auch diese Männer, all diese Menschen haben genug gelitten. Lass sie doch einfach mal in Ruhe. Wieso müssen die immer dafür herhalten? Also, weil da schon was da ist und dann lässt sich das Ganze leichter projizieren, und, transportieren. Genau, und was der Punkt ist, es gibt ja sogar einen Roman jetzt, Die Kaiserin. Also auf Basis des Drehbuchs. Auf Basis der Netflix-Serie. Okay. Und ich habe da mal im Buchladen reingeguckt. Und das ist ein Liebesroman. Ja, das magst du doch, oder nicht? Ja. Mit so Nackenbeißer-Cover? Ja. Franz Josef von hinten, ja. Ja, aber mit fiktiven Personen. Mhm. Also ich finde es halt schon hochproblematisch, wenn diese Menschen, die wirklich noch einmal, ich weiß, das sind alles Punkte, die sich wiederholen aus der ersten Folge, aber die historisch ganz klar nachgewiesen sind, hier so verkitscht werden, um irgendwelche Fantasien von Romantik und hübschen Kleidern zu machen. Weißt, ich habe Kritiken von The Crown gelesen, wo die sich aufgeregt haben, wie bösartig die fünfte, also die aktuelle Staffel jetzt war, weil sie da die Rede von der Queen geändert hätten. Okay. Und dann denke ich mir, ja, Leute, habt ihr die Kaiserin gesehen? Und es ist irgendwie so, ja, das sind alles ganz nette Sachen, die da passieren, aber ich frage mich so, warum? Warum brauchen wir das? Was bringt uns das? Wie, außer, ja, es sind hübsche Kleider, die wir da jetzt sehen können. Ich so, wofür ist es so? Also das war am Ende der Serie, saß ich da und dachte mir, ja, und was, wie hat uns das jetzt weitergebracht? Also eigentlich wünschst du dir The Crown für die Kaiserin. Ja, das habe ich schon beim letzten Mal gesagt. Ich will The Crown für Elisabeth, weil sie das. Ja, da gibt es auch viele Kritiker, die sagen, The Crown ist nicht authentisch, aber
es ist ein himmelsweiter Unterschied zu dem, was hier abgeliefert wird. Und auch da wieder, ich habe mir noch so ein paar andere Sachen, also wie es dann auch mit der Sophie, wir haben schon drüber gesprochen, wie das wirklich in Rosamunde Pilcher-Kitsch abdriftet, wenn dann da dieser Graf von Wasa oder Herzog von Wasa auftritt und dann irgendwie impliziert wird, sie hätte da eine Affäre mit dem gehabt und Franz Josef sei eigentlich der illegitime Sohn von diesem Wasermann. Und es ist so, wo sind wir hier? Also das ist wirklich so... Sowas bleibt hängen. So Rosamunde Pilcher. Man denkt so, man kann doch jetzt nicht einfach die Franz Josef da noch mit reinziehen. Und also es gab Gerüchte, dass Sophie mit, ich weiß gar nicht mehr, mit irgendeinem Spanier eine Affäre gehabt hätte. Aber Maximilian sollte das Frucht dieser Affäre gewesen sein. Und auch da hat man eben ganz klar gemeint, nee, das ist nur geredet, das stimmt nicht. Wer hat das gemeint? Der Hoftratsch. Es sind dann so Punkte, so, wo man so denkt, so was passiert denn hier? Also ich finde auch da, die Serie fängt gut an und dann dreht die so auf, wo man denkt, was soll denn das jetzt wieder? Oder auch dieses, das habe ich mir auch wieder aufgeschrieben, dieses Schwangerschaftsthema, dieses Konstante, das haben wir auch schon in der RTL-Serie. Ist sie jetzt schwanger oder ist sie nicht schwanger? Das fand ich so krass, wenn sie dann nicht nur die rohen Eier da anschleppt, sondern noch die, wie nennt man das korrekt, von der Geburt? Ach, so die Nachgeburt. Ja. Ja, das fand ich auch so albern. Und das soll sie dann zur Kräftigung zu sich nehmen. Ja, also ich verstehe es halt auch, dieses Drama nicht. Das stört mich auch schon immer bei diesen ganzen Sitcoms, wenn immer dann irgendwie das Narrativ von einer, ja, also das haben wir bei Friends, das haben wir bei How I Met Your Mother und bei allen so, oh, wir wollen schwanger werden. Nachgeburt? Nein, aber dieses, oh, wir können nicht schwanger werden, wir wollen aber schwanger werden, das zieht sich über Staffeln und man denkt sich, lass mich. Ja gut, aber für die Sissi macht das ja schon was aus. Ja, also bitte, aber ich finde es halt trotzdem. Eine andere Aufgabe hat sie ja nun mal nicht. Naja, schon, aber das macht sie halt alles nicht. Das ist ja auch so der Punkt. Also diese von wegen, ja, sie ist nur eine Zuchtstute, von mir aus macht es her, aber es hat irgendwann, ich kann es auch nicht mehr sehen. Also dieses, ist sie jetzt schwanger, ist sie nicht schwanger? Und denkst, auch da, ja, wir sind schon lange vorbei mit, ist es jetzt historisch authentisch oder nicht, aber da, sie war sofort schwanger. Und sie hat sehr schnell hintereinander 3 Kinder geboren und denkt sich so, ja, also ich verstehe das Drama nicht. Und das ist der Punkt, warum ich dann dachte, ja, wo ist denn der Karl Ludwig? Weil da haben wir nämlich die Esterhazy nachher, die ihr dann eine Riesenszene macht, so wenn du keine Kinder bekommst und dir und dem Franz Josef was passiert, dann haben wir einen Bürgerkrieg. Das ist ein Quatsch, ne? So ein noch so viele Onkel hat. Bullshit. Weißt du? Wo man so denkt, Cousinen, ja, also es gibt erstmal noch 3 weitere Brüder. Ja, aber das wird dann so impliziert, ja, weil es dann zu viele Brüder sind, die streiten sich dann untereinander, als ob es keine klare Thronfolgeregelung gäbe. Und dann denke ich mir so, Mäuschen, es hat keinen männlichen Nachkommen gegeben. Rudolf erschießt sich mit dem das kleinen... Das weiß halt die Esterhazy noch weiß nicht. Ich noch nicht. Aber die Autoren wissen das. So, also wenn ich so denke, so, der schießt sich mit diesem armen Mädchen da irgendwo und sie haben keinen männlichen Nachkommen. Deswegen, Karl Ludwig produziert die ganzen Erben, weil Franz Josef keinen hinterlässt. Wir haben ja das Problem später. Und was ist passiert? Hat es großen Bruderstreit gegeben? Nein! Den einen erschießen sie in Sarajevo und der andere muss dann abdanken. Und trotzdem war es dann gut. So. Da dachte ich so, was redet ihr für einen Blödsinn, nur um da irgendwie auf Biegen und Brechen irgendwie einen Konflikt oder einen Spannungsbogen aufzubauen. Ja, was hatte ich mir noch? Genau, da musste ich lachen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich habe es mir aufgeschrieben mit Haare markieren die Antagonisten. Haare markieren Antagonisten? Ja, ist dir das nämlich aufgefallen? Weil alle, ja, außer die Frisur von der Esterhazy. Ja, pass auf, nein, nicht so. Und der Max ist auch so ein lockiger Typ, aber... Alle Antagonisten, also alle Figuren, die was gegen die Elisabeth haben, haben eine Glatze. Nein, beschweren sich über ihre Haare. Ach so. Und reden schlecht über ihre Haare. Ach. Das geht von Anfang an los mit der Mutter Ludovica, wo ich auch nicht verstanden habe, warum die so böse war. Aber die war doch auch eigentlich gar nicht so nett. Doch. Haben wir denn nicht letztes Mal darüber gesprochen, dass es in den Original-Sissi-Filmen kommt die so gut mütterlich bayerische Matrone rüber und eigentlich war die eher unangenehm? Nee. War das nicht so? Nee, der Vater war eher unangenehm, das war das Problem. Okay. Und die beiden haben sich nicht verstanden. Also Max und Ludovica, haben sich nicht. Aber die Ludovica war eine ganz liebe, pflichtbewusste, stille Frau, die alles ertragen hat und dann mit 84 selig gestorben ist. Und die einzige Freude in ihrem Leben waren ihre weißen Spitze, die sie hatte.
Also das habe ich erstens nicht verstanden, warum die Mutter so böse ist, dachte ich, ja, von mir aus. Und eben immer, so wurden die eingeführt, so nach dem Motto, okay, die haben was Schlechtes über ihre Haare gesagt, dann sind das die Bösen. Also die Mutter irgendwie, sie müsste irgendwie ihre furchtbaren Haare irgendwie in den Griff kriegen. Die Esther-Haar, sie droht ihr, ihre Haare abzurasieren und eine Perücke draus zu machen. Die Sophie ist auch nur am Maulen, wie hässlich ihre Haare sind und denkt sich so, why? So, was ist der Punkt? Was wollt ihr mir hiermit ausdrücken? Also die Haare sind ja wirklich so der Faktor von Elisabeth gewesen, wo sie ja auch wahnsinnig mit viel Aufmerksamkeit gewonnen hat und so, was ihr bis heute noch nachreicht, diese wunderschönen Haare und auch alle Gesandten und was weiß ich kommentieren, wie toll sie mit ihren Haaren aussah. Und wenn die frisiert waren, dann war es erst richtig toll. Also ihre gesamte Schönheit. Und frisiert haben sie ja wohl nicht gesehen. Ja doch, es gibt so manche Äußerungen, wo sie dann irgendwie nicht in voller Montur quasi erschienen, sondern nur so leger. Und da beschweren sich alle, dass sie gar nicht so schön ist. Aber wenn sie dann mit voll frisiert kommt, dann sagen sie alle, ja, das. Also diese Haare sind eben massiv. Also, okay. Also wir machen einfach nochmal eine Serie Hair. Ja. Und genau, was ich mir noch aufgeschrieben habe, dann bin ich auch fertig mit dieser Serie. Was hast du so ein Bild von den Klassen? Wir sind ja in den 1860ern, also 1850er, 1850er spielt die Serie. Nee. Sind wir ja schon in der Zeit auch mit sozialen Unruhen und auch die ersten Kommunisten, die sich so... Ich meine, Franz Josef ist ja nur dank Revolution überhaupt an der Macht. Ja, oder trotz der Revolution. Und wie würdest du sagen, wie wird die Monarchie präsentiert? Wie wird die Arbeiterklasse präsentiert? Wie wird die Bürgerschaft präsentiert? Man hat den Eindruck, dass die Monarchie kümmert sich eigentlich nur um sich selbst. Wirklich? Und ihre Hofprobleme und um die Eisenbahn. Also er versucht doch verzweifelt, eine Eisenbahn zu bauen. Ja, warum will er diese Eisenbahn haben? Damit sich sein Land wirtschaftlich fortentwickelt. So. Ja. Und? Ja, also wenn wir jetzt vor allem, also ich will jetzt sagen, nicht die Monarchie, aber vor allem so Franz Josef und Elisabeth. Wie werden die so präsentiert? Ich bin nicht ganz so sicher, worauf du hinaus willst. Nee, bitte sag mir doch einfach, was ist so hängen geblieben? Wie sind die so also erst in ihrem Job? Wie machen die ihren Ich muss wirklich Job? ehrlich sagen, von Elisabeth ist mir fast gar nichts hängen geblieben. Also von Franz Josef noch ein bisschen mehr, aber der wird auch für mich nicht so ganz klar, welche Persönlichkeit der jetzt eigentlich so hat. Ja, aber wie macht er so seinen Job? Macht er seinen Job? Ist er nur die ganze Zeit bei der Jagd? Nee, der macht seinen Job, der arbeitet schon. Der ist ja da, der trifft sich ja mit den Bankern, der versucht da irgendwie das Land zu reformieren und seine Eisenbahn. Und was machen die Banker? Die Banker wollen Geld verdienen. Und wie wollen die das? Indem sie ihm Kredit geben, so hohen Zinsen. Wobei so richtig... Also, und er gibt das Geld dann gezwungenermaßen für den Krieg aus. Gegen Preußen. Und die Arbeiter, wie wirken diese auf dich? So die Arbeiterklasse? Unterdrückt, verzweifelt, dreckig. Ja, die kommt doch da die Fabrik besuchen, die Gießerei oder was ist das? Ja, aber es sind ja nicht nur die in der Gießerei, also beziehungsweise es geht ja mehr vor allem um die, du hast ja diese Zofe, die sich da einschleicht. Stimmt, da wollte ich auch noch drüber reden, dass ihr von wegen beste Freundinnen, das war ja auch so ein großes Thema letztes Mal. In unserer ersten Sissi-Auseinandersetzung mit RTL, dass wir da diese beste Freundin-Prostituierte hatten. Und diesmal ist es die beste Freundin-Terroristin, die sie eigentlich umbringen möchte. Oder ja. Sie wurde sie da eingeschleust, um das zu ermöglichen? Aber die Elisabeth ist so ein guter Mensch. Ja, sie lernt. Die Terroristin lernt, dass es auch nur Menschen sind. Genau. Ja, und dann verrät sie nachher ihren Terroristenfreund. Genau. An die Sicherheitsorgane des Kaisers. Und wie wirken so diese Terroristen auf dich? Es erschloss sich jetzt kein ganzes Bild, glaube ich, wer die sind. Die geben halt so ein paar kommunistische Parolen von sich. Ja, genau, die haben eine Parole und das ist für das Volk. Ja, stimmt. Und wie haben die so, ist da irgendwas hängen geblieben, wie die so aussahen? Nein. Wie die sich so gebärdet haben? Nein. Gar nicht. Der kommt halt hinterher immer im Garten auch hinter der Hecke hervor. Ja, und der ist will irgendwas von ihr. Es ist konstant. Diese Arbeit, also ich sag sie jetzt, nennen sie jetzt Arbeiter, es sind diese terroristische Vereinigung, kommunistische Vereinigung, anarchistische Vereinigung, was auch immer. Es wird ja auch nie klar gesagt, was jetzt ihr politisches Ziel ist, außer dass sie die Kaiserin umbringen möchten. Oder den Kaiser. Ja. Das eher so anarchistisch klingt, was recht früh ist für, aber ist egal. Die wir sehen, sind konstant aggressiv, die sind konstant gewalttätig, die sind konstant schmutzig, die sind konstant in zerrissener Kleidung. Und das sehen wir in dieser gesamten Gruppe, die wir sehen von den Arbeitern.
Die sind konstant alle. Entweder sie sind besoffen oder sie sind einfach so aggressiv. Wo man sich so die denkt. Die sind halt so. Ja. Ja, wenn ich in dieser Welt leben würde, ich würde ihnen auch kein politisches Mitbestimmungsrecht geben. Guck dir die an. Kaum dürfen sie irgendwas entscheiden, bringen sie sich gegenseitig. Aber sie wollen gesehen werden. Von wem? Von ihrer Mama. Und von der Kaiserin. Von der Mama. Also. Das ist doch eine tolle Szene. Die fand ich schon anrührend am Ende. Mhm. Wenn sie da das Tor öffnen lässt und zum Entsetzen. Ja. Eigentlich wurde sie ja gerade rausgejagt. Ne? Ja, weil sie ja auch so eine gute... Sie will ja nach Bayern zurück, hat sich entschlossen. Und dann sind die Arbeiter belagert. Ich weiß gar nicht, warum. Da schon den ganzen Tag oder Tage irgendwie den Palast. Weil das doch auch dieses Attentat. Es will doch irgendwie, diese Dienerin hat doch dann auch gesagt, ihr dürft jetzt euer Attentat machen, aber dann kommen sie und dann hat sie sie aber verraten und dann werden sie irgendwie... Ja, das ist schon klar. Ich weiß noch nicht, warum an dem Tag jetzt da die Arbeiter den Palast belagern die ganze Zeit. Auf jeden Fall... Wollte die ja nicht schon fast auseinanderschießen lassen, aber dann kommt am Ende die Elisabeth, nächtens. Mhm. Die Arbeiter stehen auch mit Fackeln scheinbar, es ist also schön im Feuerschein getaucht. Nee. Und dann lässt sie das Tor öffnen und geht in die Menge. Und die Menge weicht zurück, zieht den Hut vor ihr. Alle sind total beeindruckt, dass die Kaiserin da ist. Ja. Und dann kniet sie nieder oder so. Das macht so irgendwie so eine Demut. Und das Letzte, was sie sagt, ist dann auch, ich sehe euch. Wunderbar. Ist das nicht also irgendwer, schön? Ich glaube, der Max, wir hatten das ihr gesagt, dass die nur gesehen werden wollen. Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich, ja. Max. Und das ist der Cliffhanger. Ja. Damit ist Ende. Und ja, also beziehungsweise... Sorry, Spoiler. Ja. es ist dann ja auch irgendwie, dass sie dann endlich schwanger ist, aber es dem Franz Josef dann doch nicht sagt, weil er irgendwie gemein zu ihr ist. Das ist dann irgendwie auch das, ne? was macht sie da? Und dann fragt die Sophie, die Tante... Und dann kommt man doch zu ihr und sagt, sie hat den Menschen gesagt, dass sie schwanger ein Kind erwartet. Ja. Und jetzt. Und das ist das. Ja. Genau, das sind die Arbeiter dann total. Aber die Kaiserin ist schwanger, ja, dann gehen wir nach Hause. Ja, dann sind alle schlimme Arbeitsbedingungen, in denen wir ausgebeutet werden. Ah, die Monarchie. Wir wollen ja nur Monarchie, die uns liebt. Wir wollen doch nur, dass die Erbfolge sicher ist. Wie Lady Di. Sie wollen ja nur gesehen werden. Von, weil darauf lief es ja hinaus. Also ich habe mir hier markiert, reingeschrieben, Karl Marx weint. Max weint? Ja, also wenn Arbeiter so dargestellt werden und ihr innigster Wunsch nur ist, von den Monarchen gesehen zu werden und ihm dann die Ausbeutung der Bourgeoisie völlig egal ist. Also ich fand es halt schon sehr interessant. Also ich hatte es in der ersten Folge eben auch angesprochen, dass mein Problem mit diesen Serien ist, habt eure hübschen Kleider, habt eure losen Haare. Ja, aber die Kleider sind ja nur hübsch, weil auf der anderen Seite die dreckigen Kleider sind. Ja, aber... Und ich meine, wir selber identifizieren uns doch dann mit den zerrissenen Armen. Nein, tun wir doch nicht, das ist doch Blödsinn. Der Punkt ist Bin ich Kaiser Franz? Ja, weil das ist ja so, was mich halt stört bei diesen Darstellungen, ist, dass diese Monarchisten oder die Monarchie auf Individuen runtergebrochen werden, die fehlerhaft sind und die falsche Entscheidungen treffen. Und das ist halt nicht der Gedanke hinter diesem Konzept. Die Monarchie ist ein festes Herrschaftssystem, das bestimmte Regeln für seine Leute hat. Und deswegen leiden die dann auch so stark. Ich meine... Wir hatten gerade erst wieder eine neue Netflix-Serie von Meghan und Harry, wo sie nochmal erzählen, wie schlimm das war. Nein. Okay. Aber ich möchte halt nur klar machen, also diese Begrifflichkeit, also das ist ja gerade durch die beiden nochmal eben ins Bewusstsein gekommen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der königlichen Familie als Familie und als Institution. Die haben halt den Begriff mit The Firm geprägt, also die Firma. Aber das ist halt wirklich der Punkt. Und das zu präsentieren... Das sollte eigentlich im Interesse sein, um zu verstehen, warum wir auch diese Ungleichheit haben. Aber dadurch, dass dann halt diese Monarchen sind, meinen es eigentlich ganz gut, aber es sind dann die Bösen am Hof, die sie dann irgendwie, weshalb sie sich nicht durchsetzen können. Franz Josef ist ein ganz Lieber und die Elisabeth möchte doch auch. Ja, so lieb war der da nicht. Ja, doch, er ist schon sehr bemüht, da seine Eisenbahn zu bauen. Also, aber er ist nicht so nett zu seiner Frau. Er ist immer noch unterbuttert von seiner Mama. Ja, gut, aber es geht mir eher jetzt um die Herrschaft, also nicht um die persönlichen Beziehungen, sondern darum, wie seine Herrschaft präsentiert wird. Und der ist sehr gut, der versucht die Eisenbahn und dein Volk zu Und dann füttern. Wird ihm der Krieg aufgenötigt. Ja, und dann die bösen anderen. Also, und dann hast du halt diese Arbeiter, die halt wirklich wie so Pöbel präsentiert werden. Und genauso wie Arbeiter halt im 19. Jahrhundert von Bürgerlichen beschrieben wurden. Die Dreckigen, die Alkoholsüchtigen, die Armen, die moralisch Verkommenen, denen man halt keine Macht geben kann, weil wenn man das, dann geht alles vor die Hunde. Und genau das wird hier präsentiert. Und dann denke ich mir, also, auf welcher Seite soll ich denn bitte stehen? Wer sind denn hier die Guten?
Und dann kommt dann die Elisabeth und alles, oh, sie ist schwanger und alles ist schön und wir wollen eigentlich nur eine Lady Di wieder haben. Und das macht mich halt auch so wahnsinnig, dass Elisabeth immer mit Lady Di gleichgesetzt wird. Das war sie einfach das nicht. Das siehst du jetzt so. Das so. Sehe ich nicht so. Wir haben das in beiden Serien, in der RTL-Serie wie in dieser Netflix-Serie, wo sie dann da zum Volk geht und die alle sagen, oh, wir wollen sie nur anfassen und dann sind wir alle glücklich. So, das war sie einfach nicht. Und kann man Diana Spencer das nicht einfach lassen, was sie erreicht hat? Müssen wir konstant irgendein deutsches Äquivalent dafür finden? So, ist, was, wozu? Zu Unterhaltungszwecken. Was soll denn das? Ich verstehe es nicht. Und dann hast du da die Banker, die auch wieder nur gierig sind. Und, also, und man denkt sich, was ist das hier für ein Gesellschaftsbild, das wir hier sehen? Und dann wird dann auch wieder so getan, so an die armen, unterdrückten Arbeiter. Aber gleichzeitig stellt man sie dann als aggressiv und gewissenlos dar. Und dann auch noch diese Szene in dieser Gießerei ganz zum Schluss. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Das war dann ja auch noch... Tat mir so leid. Was tat dir leid? Dass dann die... Dass sie sie da rausgezerrt haben und dann eskaliert alles und sie ist dann am Ende schuld, obwohl es eigentlich die Schwiegermutter wieder war. Mhm. Ich sollte ja gar nichts mehr sagen. Nein, es ist ja in Ordnung. Solveig nimmt das alles sehr, sehr ernst. Ja gut, wenn ich es nicht ernst nehmen, bin ich hier. So. Nein, ich finde es halt auch einfach so albern mit dieser Gießerei und dann das kleine Mädchen, was dann da, denn die kaputten Schuhe und sie gibt ihr ihre Schuhe und dann auch diese Szene, da hatten wir uns dann auch vorher darüber schon unterhalten, mit diesem, wo sie das am Anfang, wenn sie dann da an den Hof kommt und die Esterhazy ihr dann sagt, ja, jeden Tag werden die Schuhe dann weg, also du darfst die Schuhe nur einmal tragen und dann werden die weggeschmissen. Und sie, ja, das ist doch Verschwendung, so, das ist schön Brunnen. Also erstens ist das ein direktes Rip-Off von Marie Antoinette, von Sofia Coppola, was ein deutlich besseres Biopic ist. Und zum anderen ist es halt auch albern. Also das fand ich dann halt eben auch ganz interessant. Also es gibt dieses Thema mit den Schuhen. Der Gedanke ist aber nicht, dass diese Schuhe weggeschmissen werden. Der Gedanke ist, die Schuhe, sie trägt die einmal und dann werden die gespendet an arme Arbeiterinnen, die sich keine Schuhe leisten können. Und Elisabeth will das nicht. Die will ihre Schuhe behalten. Mhm. Das bedeutet, die armen Arbeiterinnen bekommen keine Schuhe von ihr. Außer sie kommt in die Gießerei vorbei und gibt es dem Mädchen. Außer sie kommt in der Gießerei vorbei. Und man denkt sich so, ja, also dieser Punkt, das war denen ja bewusst, sonst hätten sie das ja nicht mehr reingebracht. Also dieser Konflikt, den die junge Elisabeth mit ihren Schuhen hatte, scheint ja bekannt gewesen zu sein. Und es dann aber so zu drehen, fand ich dann auch schon ein bisschen frech. So, also nur um eben wirklich diese Lady Di-Inszenierung für sie zu haben, sie ihr ihre Schuhe gibt und das böse Hofprotokoll verlangt, dass die weggeschmissen werden. Ja, macht's, wenn es euch hilft. Ich habe da auch keine Geduld mehr, diese Idealisierung von diesem Mädchen, das wirklich das nicht verdient hat, so idealisiert zu werden. Brauchst jetzt gar nicht so zu gucken. Ich glaube, wir werden von Solveig irgendwann die Anti-Sissi sehen. Ja. Warten dürfen. Mit welchem Geld soll ich das denn machen? Also bitte spendet Geld. Lass uns eine Stiftung gründen. Ich glaube, ich werde bestimmt nicht von irgendeinem Filmfonds gefördert. Sissi, die asoziale Kaiserin. Sie war nicht asozial, aber ich finde es... Also wir haben jetzt die Überkorrektur, haben wir im anderen Film gesehen, wo wir gleich zu kommen. Das ist, fand ich jetzt auch ein bisschen gemein. Aber also dieser Konflikt mit Elisabeth ist doch einfach, dass sie ihr Leben als Privatmensch gesehen hat, aber durch die Heirat und das Amt, das sie in sehr jungen Jahren übernommen hat, seht ihr das nicht erlaubte, beziehungsweise das kollidierte, dass eben Menschen Erwartungen an sie gesetzt haben, dass sie repräsentiert, dass sie gewisse Aufgaben erfüllt und sie hat sich selbst aber gesehen, ich will das nicht tun, sondern ich bin ein Privatmensch und ich habe meine Ruhe und meine Privatsphäre verdient. Und das kollidiert dann, dass sie eben sagt, wieso soll ich meine Schuhe spenden, es sind doch meine Schuhe. Mhm. Kann man ja auch verstehen. Aber der Gedanke war halt, naja, aber Menschen, denen es halt weniger gut geht, kriegen diese Schuhe dann. Oder dasselbe war auch, sie hatte diese Aufgabe an Ostern, wäscht das Ehepaar, das Kaiserpaar, die Füße von 12 nicht so wohl
also irgendwelche, ich weiß nicht, ob es Obdachlose war oder ob es irgendwie nur arme Menschen waren oder kranke Menschen waren, wie eben Jesus die Füße seiner Jünger gewaschen hat zu Ostern. Und der Gedanke dahinter war nicht nur, dass diese Menschen dann eben öffentlich die Füße gewaschen bekommen, sondern die sind danach eingekleidet worden und mit Lebensmitteln versorgt worden für eine gewisse Zeit. Und das hat sie nicht gemacht, weil sie das scheinbar eklig fand. Franz Josef hat das jedes Jahr gemacht, öffentlich. Also auch eine Art von Demutsgestus. Und das hat sie alles nicht gemacht. Ja, sie besucht dann aus eigenem Interesse diese verletzten und verletzten Soldaten, wenn die dann in Lazaretten liegen. Und sie besucht auch aus eigenem Interesse und auch eigentlich aus einem eigenen Voyeurismus heraus ja diese Irrenanstalt. Das macht sie wirklich. Ja. Das macht sie wirklich. Das war jetzt aber nur in dem Film, das war nicht in der Serie. Ja, ich weiß, in der Serie wird sie immer, nee, da wird immer gesagt, sie sei verrückt. Ja, aber das sind halt so Punkte, das hat sie wirklich gemacht und da hat sie dann tatsächlich auch repräsentiert, aber es war immer ein Gezerre mit ihr. Und bei RTL war sie Krankenpflegerin. Ja. Vor Ort. Ja, hat dabei geholfen, wenn Menschen die Arme amputiert werden. Das ist halt dieser Punkt. Sie wird halt immer so präsentiert als diese Liebe, dieses liebe Mädchen, das das Leid von allen aufsaugen möchte und allen das Leid stillen möchte. Und das war sie halt nicht. Und ich verstehe halt einfach den Gedanken nicht, warum das wieder und wieder präsentiert wird. Warum wir zwei Serien jetzt haben, in denen das so dargestellt wird. So wofür, für wen? Wem wollen wir hier irgendwas, so, wem dient das? Wem soll das als Identifikationsfläche dienen? So, das ist so der Punkt, was ich nicht verstehe. Warum muss man sie in dieser Art und Weise jetzt dann doch wieder idealisieren, während man sich auf der anderen Seite doch auf die Fahne schreibt, nein, wir reden nicht über die Sissi, wir sprechen über die Elisabeth. Ja. Denkst du, ja, aber ihr macht doch trotzdem wieder nur Sissi. Ja, mein Gott, so andere kann man, Elisabeth kann man nicht verkaufen. Ja, scheinbar schon, sie tun es ja. Also der Punkt ist ja, sie verkaufen es dir und wenn du es dann konsumierst, merkst du, ach nee, warte mal. Also, ja, also es scheint ja erfolgreich zu sein. Also von daher, scheinbar machen sie ja alles richtig. So, und dann würde das ja bedeuten eigentlich, dass der Film jetzt das Gegenprogramm dazu war für dich. Nee, also ich konnte die Sissi da nicht ausstehen. Ja. Also es geht um das, eigentlich der Film ist ja nicht Sissi, sondern das Korsett. Das Korsett ist die Hauptrolle. Und wir schnüren Sissi ein. Beziehungsweise sie schnürt sich auch da. Lässt sich ein. Sie lässt sich da schon sehr frei. Was sie ja nur wirklich halt gerne tun lassen. Ja, sie lässt auch andere Leute einschnüren. Das ist ja das große Finale, dass sie dann andere einschnüren. Und das ist die Befreiung, ne? Aber gut. Also, ja. Ja, also auch da vielleicht nochmal so ein bisschen, also wir sind jetzt eben von der Netflix-Serie zu dem Film Corsage, auch dieses Jahr, erst im Sommer war es, glaube ich, war es in den Kinos. Jetzt. Weißt du, wie gut der angekommen ist? Wie lange ist er gelaufen? Der war nicht so lang, aber das lag jetzt wahrscheinlich auch an Corona und so weiter. Und das war ja dann. Ach, Corona hat dich ja keinen mehr interessiert. Ja, aber ich weiß, also der lief, glaube ich, wirklich nicht so lange in den Kinos, aber der war auch, glaube ich, nicht darauf angelegt, so lange in den Kinos zu laufen. Ist dann eben auch eine große internationale Produktion, irgendwie luxemburgisch, deutsch, österreichische Co-Produktion. Und die haben tatsächlich die Erlaubnis bekommen, in Wien zu drehen. Ja. Also mindestens waren sie im Park von Schönbrenn. Waren im Park von Schönbrenn. Wenn es nicht irgendwie Montage ist, so Greenscreen. Ja. Und Buch und Regie hat wieder eine Dame geführt, die Marie Kreuzer, eine Österreicherin. Und was ich herausgefunden habe, dieser Film ist für den Oscar nominiert. Ach, ja. Wow. Wahrscheinlich bester fremdsprachlicher Film. Also schauen wir mal. Und ja, also der Punkt war so ein bisschen, damit wurde auch viel Werbung gemacht, wir sehen jetzt nicht die Sissi, wir sehen nicht die jungen Jahre einer Kaiserin, sondern wir sehen die alt gewordene Kaiserin. Was ja mal ein interessanter Ansatz das ist. Das stimmt. Dass wir jetzt nicht wieder die Sissi aus Possenhofen botet ihre Schwester aus. Gebrochen wird vom Wiener Hof. Ja, sondern jetzt ist sie ja schon die Schwiegermutter, ist schon lange Humus. Ja. Und der Kaiser, dessen Backenbart wuchert auch vor sich hin. Sie ist jetzt selbst Schwiegermutter. Also sie ist selbst Schwiegermutter. Der Rudolf, den weiß ich jetzt gar nicht. War die Gattin gefehlt. Des Rudolf war da auch dabei? Oder? Nein, aber die Gisela, die nicht da war, weil sie ist ja irgendwie immer darauf verzichten, alle Kinder zu zeigen.
Irgendein Kind fehlt immer. Bei der Kaiserin war es der Bruder. Jetzt ist es die Gisela, die fehlt. Wer ist Gisela? Muss vielleicht noch dazu sagen. Gisela ist die zweite Tochter. Also die älteste Tochter, die überlebt hat. Also es gibt den Ruth, also genau, die Sophie ist gestorben. Die Sophie ist gestorben. Das ist auch ein Thema noch jetzt in dem Film durchaus. Dann kommt und die Gisela, dann kommt der Rudolf und dann kommt die Marie-Valerie. Das ist die, wenn ihr euch erinnert, unsere erste Sisi-Folge, das habe ich zumindest mir gemerkt, dass die beim Papa immer im Büro saß und ihn beim Arbeiten zugeguckt hat. So, und also so der Kern dieses Films ist eben, ja, die alte Elisabeth zu zeigen, die jetzt selbst an diesem geschaffenen Ideal von sich selbst zu scheitern droht, weil sie ja eben immer älter wird und diesem Schönheitsideal selbst nicht mehr passt. Und ich fand die Prämisse auch ganz, ganz gut. Und die erste Hälfte des Films fand ich auch in Ordnung. Wann ist das gebrochen bei dir? Wenn sie aus dem Fenster springen. Also der Film ist tatsächlich so mehr ein Independent-Film. Also nicht dieser klassische Hollywood-Film mit ganz klar erkennbaren drei Akten, Anfang, Mitte, Ende. Europäisch. Ja, und es ist eben... Deswegen ist er auch so ein bisschen depressiv. Genau, er meandert halt so vor sich hin, so wie sie vor sich hin meandert und man sitzt die ganze Zeit... Nicht, was ist denn jetzt los mit dir, Kind? Ja, man denkt sich so, wo führt dieser Film hin? Was ist jetzt das Ziel der Reise? Und es geht eben los, sie hat ihren 40. Geburtstag und jetzt wird eben gesagt, mit 40 ist das Leben einer Frau vorbei. Lebenserwartung hast du erreicht. Genau, du hast deine Rolle erledigt und... Was machst du eigentlich noch hier? Was machst du jetzt noch hier? Auf der anderen Seite sagen ja alle, sie soll ihren Job endlich machen und den will sie aber auch nicht machen. Also auf der einen Seite wird irgendwie so impliziert, sie hat keine Funktion mehr. Auf der anderen Seite kommen aber alle und sagen, mach doch bitte endlich mal das, wofür du da bist. Also gut. Und ich fand tatsächlich, man wollte hier ganz klar sich gegen diesen Sissi-Mythos stellen. Man wollte ganz klar eben nicht dieses Bild von der naiven, lieben, kleinen, netten Sissi machen, die ja für ihr Volk da sein möchte, sondern man wollte ganz klar eben ja in den Anführungszeiten die echte Elisabeth zeigen. Also genau das, was ich ja eben bemängelt habe, dass man eben zeigt, sie weigert sich, ihre Rolle zu übernehmen, ist meiner Meinung nach ein bisschen überkompensiert worden. Also ich fand sie tatsächlich, also ich fand es sehr gemein, wie sie dargestellt wird. Findest du gemein? Ja, ich fand es wirklich, also ich finde, es kommt, glaube ich, meiner Vorstellung davon, wie sie so drauf war, relativ nahe, muss ich sagen. Also so wie du sie auch ein bisschen beschrieben hast, dass sie jetzt nicht eben das sympathische Mädchen aus Possenhofen war. Ja, aber sie wird halt jetzt, also man lässt überhaupt gar kein gutes Haar mehr an ihr. Also sie ist ja jetzt wirklich komplett... Aber das liegt doch nur am Korsett. Es liegt nur am Korsett, ja. Sie ist ja dann am Ende, Spoiler, sorry, total entspannt, tiefenentspannt. Mhm. Wenn sie sich dann von den Haaren befreit hat, ihre Doppelgängerin gezwungen hat, die Rolle einzunehmen. Ich weiß nicht, ob das nicht am Heroin liegt, dass sie konstant sich in die Venen schießt. Genau, und das fand ich, aber mit dem Korsett fand ich ganz lustig, weil die Schauspielerin, die Hauptdarstellerin Vicky Krieps, die meiner Meinung nach einen wirklich guten Job macht, hat das dann auch in einem Interview irgendwie erzählt, dass solange sie diese Rolle gespielt hat, bei den ganzen Dreharbeiten hat sie sich irgendwie immer traurig und bedrückt gefühlt und hat das dann auf das Tragen des Korsetts geschoben. Also sie meinte, das Korsett drückt halt auf den Solarplexus und auf das Zwerchfell und da liegen unsere Gefühle und deshalb hat sie das so bedrückt. Und ich bin mir nicht sicher, vielleicht lag es aber auch daran, dass sie sich innerhalb von kurzer Zeit auf diese 40 Zentimeter Taille runtergehungert hat und ihr Körper damit nicht klargekommen ist. Und vielleicht auch, weil dieses Korsett nicht gepasst hat. Weil das ist nämlich interessant, dass es immer von Schauspielerinnen das Argument kommt, wenn sie in einem Historienfilm dabei waren, ja, das Korsett, es war so schlimm. Oh, es hat so wehgetan, es war so unbequem. Sogar bei Filmen, wo die nicht mal richtige Korsette tragen. Oh, das Korsett, es war so unbequem. Und man denkt sich so, okay, wenn man sich das anguckt, auch dieser Film ist, da mussten irgendwie Termine verschoben werden, weil sich da Drehtermine kollidiert sind im Kalender. Ich würde behaupten, dass dieses Korsett so unbequem war, weil es zu schnell produziert wurde und nicht auf ihren Körper richtig gepasst hat. Und dass das der Grund ist, warum es so unbequem für sie war. Und dann auch dazu kommt, sie hat sich wirklich auf diese 40 Zentimeter Taille runtergehungert. Da sind Gott, viele Gott, Dinge, Gott. Ja, das ist schon, also, meine Fresse. Muss man wirklich
Applaus für sie. Das ist eine Leistung. Ich bin gerade beeindruckt, dass es immer noch 40 Zentimeter dann sind bei der Sissi. Mhm. Weil das Kleid, was ich da in Schönbrunn mal gesehen habe, das ist, als könntest du diese Frau einfach mal in der Mitte durchbrechen. Da ist ja nichts. Ja. Von daher bin ich halt so ein bisschen immer mit dem Korsett, ich finde es immer, also worauf ich hinaus will, die Schauspielerinnen beschweren sich immer. Es gibt aber lauter Reenactorinnen, die auch täglich mehrere Stunden Korsett tragen, die sagen, das ist nicht das Problem. Es gibt Opernsängerinnen, die sagen, es ist nicht das Problem. Also ich glaube eher, das Problem sind diese sehr knappen Vorproduktionen bei Filmen, dass die einfach nicht die Zeit haben, diese Korsette wirklich einzutragen und dadurch sind die dann so unbequem. Und vielleicht, weil es auch beim Marketing hilft, nochmal zu erzählen, wie unbequem das Korsett wirklich war. Na gut, wenn es nur um das Korsett geht, wenn das nur das titelgebende Element ist. Also das ist so der Kern der Geschichte. Also sie ist jetzt 40 und muss mit dem Alterungsprozess kämpfen. Und der erste Teil wird dann die Eskapaden in England, wo sie ja wirklich Parforce-Reiterin war und eine hervorragende Reiterin war, wird dann so ein bisschen thematisiert. Der Hofklatsch wird so thematisiert und auch ihr Unwille, da mitzumachen, wird dann. Und dann auch so die Beziehung zu ihrem Ehemann, die Beziehung zu ihren Kindern. Also das finde ich alles schon ganz, ganz gut. Und dann kommt halt dieser Bruch. Und ich finde, dieser Bruch kam sehr schön durch in dieser einen Szene, wenn du dich erinnerst, dass sie dann mit Franz Josef da sitzt und sich streitet, dass sie ja keine andere Aufgabe hätte, als sich die Haare flechten zu lassen. Und man denkt sich so, Mäuschen, das war deine Entscheidung. Also all diese Aufgaben, die sie machen könnte, macht sie halt nicht. Was hätte sie denn da also sozial sich? Ja, sozial engagieren, repräsentieren, bei irgendwelchen Eröffnungen dabei sein. Ja, kann ich verstehen, dass man da keinen Bock drauf hat, aber auf der anderen Seite sich dann zu beschweren, dass man sich ja den ganzen Tag nur die Haare flechten kann. Weil sie sind ja. Und ich fand es halt so ein bisschen schwierig, weil also dieser Schönheitswahn, der ihr da auch attestiert wird, den hatte ich immer so verstanden, dass das ihre Flucht war da rein. Also wir haben das tatsächlich so bei anderen Herrscherinnen, die mit dem Protokoll so gewisse Probleme haben, mit dem Leben am Hof gewisse Probleme haben, dass die immer so einen gewissen Kontrollzwang entwickeln. Zum Beispiel bei Alexandra Romanova hat man das so in Tagebüchern, weiß ich, ihre Hofdamen, die sich dann beschweren, dass die Alexandra so einen Kontrollzwang angeht, was den Nippes in ihren Regalen irgendwie angeht. Das heißt, niemand darf das anfassen. Niemand darf da irgendwas umstellen, ohne ihr Bescheid zu geben. Das will ich aber auch nicht wagen. So. Und ihre Hofdamen meinen dann so, ja, die dreht da völlig durch. Und so. Und man denkt so, naja, vielleicht ist das halt einfach auch irgendwie der Wunsch. Ich kann mein Leben nicht kontrollieren. Ich unterstehe dem Protokoll. Ich muss ständig repräsentieren. Dann will ich wenigstens, dass dieser dumme Nippes so steht, wie ich das will. Und habe ich das auch immer interpretiert mit diesen Haaren. Das ist ja wirklich, also wenn die da morgen, das Waschen hat den ganzen Tag gedauert, das Frisieren hat 3 Stunden gedauert. Das war ein massiver Teil ihres Programms. Und auch mein dann. Gott, ist das öde. Ja. Das macht, also meine. Aber der Punkt ist, das hat sie sich selbst auferlegt. Und das hat sie gewollt. Also es ist nicht so, denn das fand ich halt auch so ein bisschen mit diesem Titel, ja, Corsage, und man sieht sie, wie sie ins Korsett geschnürt wird von der Gesellschaft. Das sind Zwänge, die sie sich selbst aufgelegt hat, weil sie irgendwie wahrscheinlich auch mal Kontrolle haben wollte, weil sie auch den Erwartungen des Hofes vielleicht auch in dem Sinne mal Genüge tun wollte und Komplimente bekommen hat, weil das hatten wir ja auch in der ersten Folge besprochen, dass sie ja alle, sie war zu arm, sie war nicht hoch genug aus der Hierarchie des Adels, sie hatte nicht hoch genug Titel, sie war für die Vorstellung von Wien zu dumm, weil sie kein Klatsch und Tratsch mochte und mit ihrem Aussehen hat sie dann doch eine gewisse Menge an Aufmerksamkeit bekommen und auch positive Bestätigung bekommen. Und dass man dann vielleicht auch irgendwie in so ein Hamsterrad hineinfällt und einen Anspruch kreiert, den man dann selbst irgendwann selber auch nicht mehr Genüge tun kann, das kann ich ja auch verstehen. Aber auf der anderen Seite ist sie auch massiv angegangen worden in der Presse dafür, dass sie so viel Kraft und Zeit und auch Geld da rein investiert hat. Österreich ist streng katholisch in der Zeit gewesen. Das ist ihr als Eitelkeit, als Sünde ausgelegt worden, um sie zu kritisieren. Also von daher dann so, das irgendwie so zu präsentieren, naja, das sind ja auch die Erwartungen der Gesellschaft und alle interessiert sich nur dafür, ob sie jetzt zugenommen hat oder nicht. Ja, okay. Und
ich weiß nicht, das wirkt halt wirklich so. Ja, aber das war ja so ein bisschen auch die Sorge, ne? Also wenn da jetzt Leute aufgetaucht sind, das wird ja, kommt ja irgendwie so 3-4 Mal, ne, mit dem, wie sie zu oder abgenommen hat und dass sie jetzt überhaupt mal wieder zu sehen ist und wie es ihr denn geht. Das war ja schon so irgendwie, dass sie einfach da so langsam entschwunden ist und überhaupt nicht mehr zu sehen war. Ja, aber das war ja auch so. Ja. Also das war ja der Punkt. Sie hat ja nicht repräsentiert und sie ist nicht aufgetaucht und sie hat diese Termine nicht wahrgenommen. Und wenn sie dann mal kam, hat sie mit den Leuten nicht geredet. Und hat sich Ohnmacht fallen lassen. Ja. Das ist schon süß. Das ist halt süß. Und schon gut gespielt, diese Szene. Vor allem, wie sie dann da mit der Zigarette in der Hand erklärt, dem Ludwig, oder was, der Ludwig? Ja, Ludwig von Bayern, wie man das denn richtig macht. Ja, also ich fand es halt ein bisschen schwierig, also so zu präsentieren, die das, weil wir von ihr verlangt, dass sie das tut. Man denkt so, nee, diese Hungerkuren, die hat sie sich schon selber zugefügt und alle in ihrem Umfeld schreiben ihr und sagen ihr, bitte hör auf damit, hör auf immer zu hungern, iss doch bitte mal was. Also das war schon ihr Wunsch. Ob das gesund war, woher das kam, ob das sicherlich auch durch den Stress am Hof kam, das möchte ich nicht abstreiten, aber es irgendwie so zu darzustellen, dass man das von ihr erwartet, finde ich halt schon ein bisschen schwierig. Dann denke ich so, ja, also das meine ich mit so die Überkompensation auch wieder. Ja, und dann auch das Ende, das war halt in dem Sinne. Also wollen wir über das Ende sprechen oder wollen wir es offen lassen? Das hat jetzt, glaube ich, schon jeder die Chance, diesen Film zu sehen. Genau, also es endet ja damit, und da hat die Geschichte mich dann auch voll verloren, dass sie zum einen erstmal Heroin bekommt. Das beruhigt, das ist das Neueste beruhigt auf dem Markt. Das ist völlig ungefährlich. Mhm. Und zum anderen dann die arme Marie Festetic. Bitte wer? Die Marie, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Das Problem hatten wir beim letzten Mal schon. Die Marie Festetic. Nee, letztes Mal war das spanische Problem. Oder was meinst du? Nein, davor. Marie Festetic. Also es wird Festetics geschrieben. Ach so. So. Aber sie sprechen es auch im Film irgendwie komisch aus. Deswegen, ich weiß immer noch nicht, wie dieser Name ist. Ich höre das immer, wenn Namen genannt werden. Ich glaube, das ist so mein persönliches Filterproblem. Ich weiß dann immer nicht, wer das eigentlich gerade ist. Ja, und die durfte ja erstmal nicht den Mann heiraten, den sie haben wollte. Und dann wird sie ja einfach zur Doppelgängerin gemacht. Und ob sie das jetzt will oder nicht, also sie wirkt meistens ziemlich unwillig, aber sie kann sich irgendwie dann auch nicht wehren. Und dann muss sie hungern. Also zum einen schneidet Elisabeth sich die Haare ab, um dann eine Perücke draus zu machen, damit die Marie die dann tragen kann. Und zum anderen... Sagt sie, sie darf jetzt nichts mehr essen, während sie sich selbst in so ein fettes Stück Sahnetorte. Also der Marie wird dann erstmal erzählt, was sie jetzt alles nicht mehr essen darf und dass sie dreimal die Woche irgendwie nur noch Orangenscheiben essen darf und Rinderbrühe und vielleicht mal eine Scheibe vom Kalb. Und keine Knödel mehr und keine Mehlspeisen mehr und kein Brot mehr. Und sie zieht sich da erstmal schön so eine Praline rein und danach immer schön den Hackbraten, den sie den ganzen Film nicht gegessen hat. Oder sie stellen nämlich ständig irgendwie einen Teller hin, wo auch gar nicht immer so viel, ist einfach nur hübsch angerichtet und sie fasst aber nichts an, außer die Brühe. Nur die Brühe wird gegessen. Und dann nachher sieht man, man sieht nicht, wie sie diesen Braten isst, aber man sieht, dass sie irgendwas gegessen hat und dann wird schön die Sahnecremeschnitte noch gebracht und die wird dann jetzt verputzt. Also, ich weiß auch nicht, Sie ist befreit. Ja, sie ist befreit von den Zwängen, die sie sich selbst auferlegt hat. Also irgendwie habe ich da jetzt auch nicht so mit ihr Gefühl. Denke ich, jetzt sie ist frei. Mhm. So, denke ich, erstens... Warum tust du der Frau das an? Ja, also man denkt sich so, erstens hast du dich diesen Zwängen selbst unterworfen und warum ziehst du da jetzt jemand anderen mit rein, der sich nicht wehren kann? Also diese Darstellung wird ja nicht besser. Und dann das Ende, der Sprung vom Schiff. Ich bin der König der Welt. Ich bin der König der Welt. Ich warte nicht, bis das Schiff untergeht, ich springe selbst. Ich springe jetzt schon und also damit ist dann die Elisabeth auch 20 Jahre früher gestorben. Und Luigi Vicini hat gar nicht eine Kaiserin getötet. Ja, auf jeden Fall, also ich konnte sie nicht ausstehen. Weder am Anfang noch am Ende. Also am Anfang geht es einmal auf den Keks, dass sie sich ständig da den armen Franz Josef alleine stehen lässt. Und sich allem entzieht. Alle freuen sich, dass sie mal zu sehen. Ja. Und dann lässt sie sich in Ohnmacht fallen, um nach einer Minute schnell wieder da rauszukommen. Das ist irgendwie fies. Der arme Franz Josef, der wirkt immer total verloren ihr gegenüber. Inklusive der intimen Szenen, wo man es einfach so unangenehm berührt ist, weil man es sich so falsch anfühlt.
wo man denkt, renn doch einfach weg. Oder schick die Frau mal weg ins Exil. So. Schick sie einfach weg. Und am Ende macht sie einfach ihre, missbraucht sie quasi ihre Dienerschaft. Ja. Und fragt sich auch da wieder so, wofür? Also da auch, die Autorin, Regisseurin hat dann auch erzählt, ja, ich zeige jetzt ein neues Bild von der Elisabeth. Und auch da denkt man sich, für wen? So, was haben wir jetzt davon? Wir haben davon, dass wir jetzt mal die 40-jährige Elisabeth erleben durften. Das stimmt, aber in einer Art und Weise. Dann ist sie die ganze Zeit am Quarzen. So beim Bankett. Ja, gut, das war der Hammer. Dass irgendwie so eine rauchende Elisabeth mit schwarzem Schleier am Bankett. Während alle noch essen. Ja. Und dann geht sie mit gehobenem Mittelfinger raus. Ich meine, es hat mich gefreut, dass Rudolf scheinbar in dieser Realität ein viel selbstbewussterer, emanzipierter Mann ist, der auch seiner Mutter ganz klar sagt, was ihm gefällt und was nicht. Und nicht einfach nur ein liebeshungriges Kind. Das für den es aber auch völlig okay ist, dass seine Mama da morgens plötzlich im Bett neben ihm liegt. Nee, dem Fall nicht okay. Der war ziemlich erschrocken. Aber also, das ist nämlich auch so ein Punkt. Ich verstehe, sie legt sich ständig zu irgendwelchen Leuten ins Bett. Ständig krabbelt sie zu inklusive ihm. Inklusive zu dem amputierten Soldaten. Während das ganze Lazarett zuguckt. Und alle neidisch auf die Zigarette. Ja. Und sie dann diesen armen Jungen, dem gerade das Bein abgenommen, ihm so fast aus dem Bett schubst. Und dann krabbelt sie erst zu ihrer Tochter ins Bett, wo man denkt, so, okay, die hat da sehr viel kompensiert mit der Marie-Valerie. Das ist auch schon den Zeitgenossen klar gewesen, dass das erste Kind ist gestorben, den anderen beiden Kindern hat sie sich nicht gewidmet und die Marie-Valerie war jetzt so das Kind, wo sie ihre gesamten Mutterliebe drauf projiziert hat. Und warum hat sie, bei dieser böse Tante Sophie, der es nicht zugelassen hat, oder was? Ja, warum hat sie sich denen nicht gewidmet, den anderen beiden? Nee, weil sie dann auch... Weil sich ihre Haare hat machen lassen. Ja, man vermutet, dass es halt daran liegt, dass die Sophie gestorben ist und dass sie dann einfach aus dieser Depression heraus sich diesen Kindern nicht mehr gewidmet hat. Dann ist sie eben auch sehr, wirklich sehr krank gewesen, musste dann da immer wieder nach Madeira und so, was vielleicht auch psychosomatisch eher war, weil es ihr so schlecht am Wiener Hof ging. Und in der Zeit hat Sophie sich eben um die Kinder gekümmert. Mhm. Und als sie dann wieder da war, waren die Kinder groß und man hat dann auch nicht unbedingt eine emotionale Bindung zu denen. Und deswegen zieht man die Valerie mit in die Badewanne. Ja, und man spricht nur Ungarisch mit ihr, obwohl sie das gar nicht möchte. Oder man weckt sie nachts, um mit ihr nachts und reiten spazieren zu gehen. Damit sie dann Fieber kriegt. Aber ich fand das ganz schön dargestellt, zu zeigen, also sie haben das sehr, sehr subtil gemacht, aber diesen Papa-Fokus, den Marie-Valerie ja wirklich hatte. Also es war ja ein massives Papa-Kind. Mhm. Also bei jeder Möglichkeit, mit diesem kleinen Schauspielerin da zu zeigen, nee, eigentlich will sie Papa haben. Das fand ich dann doch sehr schön gemacht. Also wie gesagt, dieser Film hat, finde ich, so einzelne Szenen, finde ich, großartig. Auch wenn sie eben zum Beispiel mit die Valerie dann in die Badewanne zieht. Ich fand, das war eine sehr... sehr schöne Szene oder auch so der so ein bisschen so der Alltag am Hof, wenn sie dann von ihren Reisen wiederkommt und Franz Josef meint, ich habe jetzt mit dir nicht gerechnet, also ich habe jetzt keine Zeit für dich. Und mach jetzt hier fertig und dann gucken wir mal. Ich komme dann gleich und sie steht dann da so, Entschuldigung. Also das fand ich irgendwie auch wieder gut, so einen gewissen Alltag zu sehen, wie diese Menschen halt auch ohne Hofprotokoll ja irgendwie miteinander klarkommen müssen und leben müssen und das hat mir dann wieder gefallen. Und auf der anderen Seite war sie halt einfach so boshaft, so unangenehmer Mensch, wo man echt so denkt, ja, kein Wunder, dass dich keiner mag. So ich bezogen. Vielleicht war das die Absicht. Ja, klar, aber auch da wieder. Also ich würde mir einfach wünschen, dass sich jemand einfach wirklich anhand von Tagebüchern wie bei The Crown das versucht. Wessen Tagebücher sind denn bitte bei The Crown? Nein, aber halt anhand der Tagebücher, die wir haben aus der Zeit, das wie bei The Crown versucht, so nah wie möglich eben irgendwie doch zu präsentieren. Und auch ein bisschen über einen längeren Zeitraum und mit ein bisschen mehr Politik und Weltgeschichte drumherum. Genau. Das fehlt mir jetzt übrigens bei The Crown der letzten Staffel auch. Das ist dann auch so Familienkrams. Das war ja auch irgendwie so, dass man nur noch die Ehe-Tragödie sich angeguckt hat, als wäre da jetzt, aber ich meine, das war auch eine deutsche Einheit in 90er und irgendwie noch so ein paar andere Themen, die man da mit rein. Naja, auf jeden Fall. Naja, das könnte man hier eigentlich auch mal machen. Also es wird immer so angesprochen, diese ganzen Kriege, da bei RTL Italien und jetzt kommt dann der Bismarck wahrscheinlich in der zweiten Staffel zu Weihnachten. Wir werden es dann gesehen haben, wenn ihr uns hier hört. Ja,
Ja, oder auch halt auch so weniger aufgeregt. Also irgendwie habe ich auch immer so das Gefühl, man will sie dann auch irgendwie immer in so ein moralisches Bild pressen. So das junge, kleine Mädchen oder halt jetzt die böse, verhärmte Frau. Wo ich so denke, so, ja, das hat sie auch alles in sich getragen, aber gebt ihr doch einfach mal so, oder gebt doch mal der Erzählung den Raum, alle Facetten zu zeigen und das nicht immer so in eine Schablone zu pressen, die ihr jetzt irgendwie da in ihr seht und zeigen wollt aus irgendwelchen vielleicht auch persönlichen Bedürfnissen heraus, sondern gebt ihr doch einfach mal die Möglichkeit und gebt dem Publikum die Möglichkeit, so ein eigenes Bild zu schaffen und nicht immer dieses hochstilisierte, völlig hochgedrehte, ja, Schablonen bildet. Hm. Und damit sprichst du ja schon das an, was unsere Hörerin Ina seinerzeit. Das ist auch schon wieder eine Weile her. Ist, war im September, ja. War im September, aber das macht ja nichts. Und tatsächlich bin ich erstaunt, dass auch Ina offensichtlich die Romy Schneider Filme nicht kennt. Ich meine, wie kann das sein? Wie kann man die Romy Schneider Filme nicht kennen? Bitte guckt euch die Romy Schneider Filme an. Und da kann man wenigstens sich da so reinversetzen und sagen, es ist alles verkitscht. Mhm. Und sich innerlich distanzieren. Und trotzdem ist es einfach als zuckersüße Story. Ja, die aber... Balamamba. Und die Serie, die Solbach beschreibt, die würde mich interessieren. beziehungsweise, du hast ja eigentlich versprochen, du wirst deine eigene Serie machen. Ne? Nee, das ist, glaube ich, die Serie, die sie meint. Ach, das ist die Serie. Okay. Also so habe ich es jetzt verstanden, dass sie meint. Die Seite der Schwiegermutter, das hattest du gesagt, dass sie so viel eigentlich viel interessanter ist. Na, nicht, dass sie so viel interessanter ist, aber dass es interessanter wäre, diesen Konflikt, wenn man auch mal Sophie Raum gibt und nicht immer nur diese bösen Hausdrachen. Ich finde, die hat in dieser Netflix-Serie ein bisschen Raum gekriegt. Ja, aber es gab diese Momente, wo man sie dann auch, wo man sie dann auch lieb haben sollte. Ja, aber es ist nur Sex dabei. Verdammte Sophie. Ja, das hat sie dann, da missbraucht sie dann ihr Personal für ihre Sexfantasien. Dann kommt dieser Vasa-Prinz. Dann wird irgendwie ihrem Ehemann gezeigt, dass der so dumm. Dafür ist der Ehemann asexuell. Ja, ein bisschen dumm. Im Gegensatz zu der RTL-Version. Oder? Wo der, da war doch der da hast du gesagt, Franz Josef, das Sexbiest. So, ja, das ja, war jetzt bei Netflix nicht so. Das stimmt, aber ich weiß nicht, ich war jetzt gerade noch bei sich zurückhält. Und denke ich so, ja, das war ja jetzt auch trotzdem nicht die. Und, oh ja, das ist ja ein Konflikt, der uns ja bis heute begleitet, schrieb Ina. Wenn mal nach Großbritannien sie kommen, das schaut, das tun wir jetzt heute nur bedingt. Auch wenn wir es da nicht ganz umhin kamen, das mit anzusprechen. Monarchie behalten oder abschaffen? Das war hier wahrscheinlich die kurze Frage, als die Queen uns verlassen hatte. Was gibt sie uns, die Monarchie? Kann man den Protagonisten darin dieses Leben überhaupt zumuten? Das wäre, glaube ich, dann nochmal eine extra Folge. Können wir mal über Sinn und Unsinn der Monarchie an sich sprechen. Ich weiß nicht, aber es ging ja da, glaube ich, eher mehr drum, dass man halt dieses Protokoll mitzeigt, also dass man halt zeigt, wie diese Menschen eben nicht einfach Individuen sind, die da in Protz vor sich hin intrigieren, sondern dass sie ganz klar Verhaltensweisen zeigen müssen, dass sie gewisse Dinge tun müssen und nicht tun müssen. Und ich glaube, darum ging es, ob man diese Frage, kann man das dann überhaupt diesen Menschen zumuten? Und in diesem Moment, also wenn man das unter diesem Aspekt schaut, versteht man eben auch, warum Sophie so handelt, wie sie handelt. Weil sie eben nicht einfach nur irgendwie eine sexuelle Frau ist, die da Macht erhalten möchte, indem sie Einfluss auf ihren Sohn hat, sondern weil sie ganz klare Vorstellungen von der Monarchie hat, was Monarchie ist, was Gottes Gnadentum ist, wer die Macht haben darf und wer sie eben nicht haben darf. Und das ist einfach wieder viel, viel mehr, da stehen auch viel, viel mehr Gedanken hinter, als ich mag die Ehefrau von meinem Sohn nicht und deswegen ekle ich die jetzt weg. Und das ist halt dieser Punkt, was mich an diesen Serien einfach so stört, dass sie halt so stark die Individualität dieser Figuren klar, also raushebt, was halt an den Menschen vorbeigeht und auch an den Konflikten dieser Zeit vorbeigeht. So. Von der Yellow Press, Diana und so weiter geprägt sind. Ja, weil wir auch ganz klar... Nur um sich selbst kreist. Naja, beziehungsweise weil wir auch als Individuen aufgewachsen sind. Also wir sind in Demokratien aufgewachsen und in der Demokratie gilt das Individuum. Und wir haben alle unsere eigene Meinung, wir haben alle unsere eigenen Vorstellungen und wir dürfen alle unsere Bedürfnisse und Wünsche äußern und die auch erfüllen.
In einer Monarchie ist das anders, in einem Gottesgnadentum ist das anders. Da gibt es eben ganz klar, das sind die Menschen, die herrschen und das sind die Menschen, die arbeiten. Und das hat Gott so gewollt. Und damit gehen gewisse Privilegien einher und da gehen gewisse Pflichten mit einher. Und das ist einfach ein grundsätzlich anderes System. Da wird ganz anders gedacht. Da gibt es kein Individuum. Im Adel ist das Ich egal. Da hast du nach außen zu repräsentieren, du hast deine Familie zu repräsentieren, dein Haus. Und das sind eben Dinge, die Sophie erwartet, das sind Dinge, die Franz Josef erwartet. Und das hatte ich eben auch dann da erzählt beim letzten Mal. Und das ist eben der große Konflikt, warum Elisabeth da so rausspringt, weil sie das nicht sieht. Sie sagt, ich bin ein Individuum. Aber das muss sie doch auch gelernt haben. Die ist ja jetzt nicht irgendwie völlig... Kind der Arbeiterschaft, das davon keine Ahnung hat, also, sondern das muss ja doch ihre Mama da mitgegeben haben. Ja, aber offensichtlich nicht. Also das wird ja auch immer wieder erwähnt, dass Max da eh schon sehr republikanische Ideen hatte. Und auch sie hat sich tatsächlich sehr republikfreundlich geäußert und sehr antimonarchistisch geäußert, was immer wieder... Die Frau einfach verschwinden lassen. Und das ist ja auch so das Problem von Rudolf. Das ist ja auch diese große Krise, in die er dann stürzt. Das wird jetzt auch bei Corsage so lustig, locker angesprochen, wenn er sagt, die Monarchie ist am Ende. Ja, aber das war für ihn eine massive Sinnkrise, weil er der Thronfolger ist. Er muss irgendwann diesen Job machen, einen Job, an den er selbst nicht glaubt. Dafür muss er alles aufgeben und sieht eben auch den Willen des Volkes mitzubestimmen. Er will eigentlich auch in einer Republik leben, was sein Vater aber nicht will, weil der ganz klar sagt, ich bin absolutistischer Herrscher. Und das ist ja dann auch der Konflikt zwischen den beiden, also zwischen Rudolf und Franz Josef, der dann eben auch darin endet, dass Rudolf sich erschießt, weil er das nicht mehr packt. Und es gibt dann ja auch gewisse Verschwörungstheorien, dass er da versucht hätte, gegen seinen Vater, den irgendwie loszuwerden etc., um diese moderneren Ideen durchzubringen. Und das sind eben spannende, wahnsinnig interessante Konflikte. Aber das erzählen wir nicht. Stattdessen erzählen wir wieder und wieder, dass die Sisi schwanger werden muss. Und deshalb hat dir ja auch Ina geschrieben, also Solveig, falls du mal Zeit hast. Ja, genau. Schreib doch einfach deine eigene Sissi-Serie. Genau. Mit Gefühlen und Konflikten, die belegt sind und vor allem einer historisch korrekten Fanny. Die hat tatsächlich heute gar nicht so eine große Rolle gespielt. Mehr, ja, ne? Doch, die hat einfach nur geweint. Also jetzt nicht so wie bei RTL damals. Da war ja so, wir uns auch sehr lange drüber. Oder du hast zu mir gesprochen, sehr lange über die, wie man Fanny gedemütigt hätte da. Aber die ist heute... Die habe ich heute überhaupt nicht wahrgenommen, eigentlich erst da, als die Haare abgeschnitten waren und sie dann heulend gegangen ist. Nee. Okay. Also jetzt stand man schon vorher mal im Hintergrund, hat Haare gekämmt. Mhm. Aber. Und bei der Netflix-Serie ist sie einfach ersetzt durch diese Terroristin-Freundin. Ja, die war da noch nicht da. Also Fanny kommt erst Ende der 60er. Okay. Also von daher musste man sie irgendwie ersetzen mit dieser Terroristen-Freundin, weil es niemand da war. Ja, aber generell finde ich eigentlich deine Idee besser. Wir widmen uns einfach mal anderen Personen. Aber was ist denn mit Königin Louise? Um Gottes Willen. Aber ich hatte jetzt eben noch eine Idee, um das abzuschließen. Ja. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Oh, entschuldige bitte. Wir widmen uns anderen, anderen Personen. Genau. Weil der Punkt, warum ich dich mit diesem Film so überfallen habe gestern, war, weil mein Gedanke, worüber ich mich so aufgeregt habe, dass eben die Kaiserin so vermarktes Marketing war, wir erzählen jetzt die Elisabeth und nicht die Sissi. So, und tatsächlich haben sie aber trotzdem wieder nur die Sissi erzählt. Und worauf ich dann dachte, ernüchtert und frustriert, so, ja, die weiterhin historisch genaueste und meiner Meinung nach nuancierteste Darstellung von Elisabeth von Österreich ist weiterhin ein Musical, das Anfang der 90er machen würde, wo der Tod nicht nur ein Charakter ist, sondern auch noch der Love Interest. Tatsächlich, wenn du das alles miteinander vergleichst, ist das Akkurateste immer noch dieses Musical von Michael Kunze von 1992. Wirklich. Und das lassen wir jetzt vielleicht besser unkommentiert so stehen. Aber ich kann ja auch nicht mitreden, ich habe es nicht gesehen. Ja. Das muss man wirklich sagen. Und das ist doch irgendwie auch, denkt man sich, so Mensch. Was ist los? Also sie muss einfach gesungen werden, damit sie authentisch wird. Ja, ich weiß es nicht, aber... Ja. Das war mein Wort zum Sonntag dazu.
Ja, machen wir uns an die Arbeit. Ja. Für eine wahre Sissi. Ja. Beziehungsweise, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Nee, also wir sind durch. Also das war's jetzt. Es ist auch völlig egal, ob da noch jetzt noch ein Film kommt. Nee, also ich muss ich kann ob da noch eine sagen, Staffel von irgendwas also kommt. Ich werde auch nichts mehr gucken. Also das kann ich nicht sagen. Ich habe wirklich, ich bin jetzt durch. Ich kann diese Frau nicht mehr sehen. Ich will sie nicht mehr sehen. Und ich glaube, sie möchte auch nicht mehr von mir gesehen werden. Lass sie in Frieden ruhen. Sie ist jetzt beim Veröffentlichung, sie ist jetzt seit 125 Jahren tot. Lass ihr die Ruhe. Und den Franz Josef auch, bitte. Ja. Ja. Gerade ihm. Gut. Und damit wünschen wir euch alles Gute für das neue Sissi-freie Jahr 2023. Und wir werden uns anderen großartigen, faszinierenden Persönlichkeiten und Momenten unserer Geschichte widmen. Ja. Wünschen euch einfach alles Gute und ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr schreibt uns Kommentare, Liebesbriefe, was auch immer ihr uns zu sagen habt, an kontakt@fluffunk-geschichte.de oder direkt als Kommentar, so wie Ina das gemacht hat, zu der jeweiligen Folge auf unserer Website fluffunk-geschichte.de oder bei Twitter oder bei Facebook. Sogar bei Instagram kann man das tun, nur da gucke ich nicht drauf. Das ist besser. Man nimmt die uns, mir altersgerechten sozialen Kanäle und wünschen euch nur das Beste und freuen uns, dass ihr uns hört und hoffentlich dabei bleibt. Gebt uns ein Like, abonniert uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Und sollten euch die Serien, über die wir heute gesprochen haben, gefallen haben, isst es schön und genießt es weiter. Ich gucke lieber Maria Theresia. Die gibt es nämlich auch als Serie. Die hat mir gefallen.